Hallo zusammen, Meier3007 hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Video, auf das ich mich schon sehr lange freue, denn bei mir ist das blubbernde Büchertauschpaket von der lieben Anka angekommen. Ja, das ist ja so ein Bücherpaket, das sie auf eine Rundreise geschickt hat. Jeder, der es kriegt, kann Bücher raustun oder reinlegen. Ich bin jetzt schon wahnsinnig gespannt. Ich habe mir extra die Videos in der letzten Zeit dazu nicht angesehen, weil ich mich mit den Büchern nicht spoilern wollte. Wie gesagt, ich bin schon sehr gespannt, was da jetzt für Bücher kommen. Ich habe es jetzt schon mal aufgeschnitten. Schauen wir einfach mal rein. Ich muss jetzt immer hier ein bisschen rüber, weil da habe ich das Paket nämlich auf eine etwas höhere Ablage gestellt. Haben wir Sophie von Malzahn, Liebe in Lourdes. Schauen. Jahr für Jahr pilgert der Adel in Ordensformation nach Lourdes. Spirituelle Reise im Dienste der Bedürftigen ist ein wichtiger Teil der aristokratischen Erziehung. Und gleichzeitig ein idealer Heiratsmarkt. Neu dabei ist Cassandra, Großstädterin, Ende 30 und nur bedingt erlösungswillig. Da weiß ich schon, das schicke ich auf jeden Fall wieder weiter im Tauschpaket, das ist nichts für mich. Was haben wir hier? Denn Gemeinhard, ein weiter Weg, sogar noch in Folie eingeschweißt. Für sein Pferd nimmt der weisen Junge Joseph einen Weg auf sich, der nicht nur weit, sondern auch gefährlich ist. Doch selber ist die einzige, ist das Einzige, was ihm von seiner Familie noch geblieben ist. Joseph will entschlossen alles zu tun, um sie zurückzubekommen. Das lege ich mal auf den Vielleicht-Stapel. So Tiergeschichten finde ich ja auch immer wieder spannend. Könnte was für mich sein. Was haben wir hier? Opfer von Jesper Wunsung. Wir haben eine Lügenwelt erlebt, wir haben falsch gelebt, wir haben uns eingebildet, dass es eine Gesellschaft gibt, eine Gemeinschaft und jetzt zeigt sich, dass das alles in 24 Stunden aufgelöst, aufgehoben und gestrichen werden kann. Wir Menschen wollen niemanden, wenn es ein Risiko beinhaltet. Es gibt keine Nächstenliebe oder Empathie, es gibt nur Begierde und Egoismus. Und weil wir das nicht erkennen, geht es uns schlecht. Gemeinschaft und Menschlichkeit, das alles haben wir Erwachsenen uns eingeredet. Jetzt haben wir den Beweis, wir sind hier eingesperrt und ich frage euch, gibt es da draußen jemanden, der an uns denkt? Nein. Das ist leider nichts für mich, geht auf jeden Fall auch wieder weiter. Was haben wir hier Schönes? Das unerhörte Leben des Alex Woods. Oder warum das Universum keinen Plan hat. Alex Woods ist 10 Jahre alt und er weiß, dass er nicht den konventionellsten Start ins Leben hatte. Er weiß auch, dass man sich bei einer hellseherisch begabten Mutter bei den Mitschülern nicht beliebt macht. Und Alex weiß, dass die unwahrscheinlichsten Ereignisse eintreten können. Er trägt Narben, die das beweisen. Der Klappentext geht noch einiges weiter, aber ich glaube, eher auch nichts für mich. Hier. Balerei verpfiffen. Sieht so aus. Im Ghetto herrschen knallharte Gesetze. Wer sich mit der Polizei einlässt, ist ein Verräter. Als eines Tages mehrere Drogendealer im Viertel verhaftet werden, kursiert schnell das Gerücht, dass Billy und seine Crew als Informanten dahinter stecken. Die ersten Übergriffe auf die Jugendlichen lassen nicht lange auf sich warten. Als jedoch noch eine unverhohlene Morddrohung hinzukommt, müssen Billy und seine Freunde handeln. Ja, das klingt nach was für mich. Da bin ich sehr neugierig. Hört sich gut an. Das bleibt bei mir. Maya Banks, Dark Surrender, Leidenschaft. 3 Jahre sind vergangen, seit Jocelyns Ehemann bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. Obwohl Jocelyn über den Verlust immer noch nicht hinweg ist, weiß sie, dass es an der Zeit ist, die Vergangenheit loszulassen. Sie muss wieder leben, etwas wagen. So beschließt sie endlich, ihre geheimsten Fantasie wahr werden zu lassen. Sie besucht einen Club, der den dunklen Spielarten der Liebe vorbehalten ist. Nie hätte sie vermutet, dort den Mann zu treffen, der die Quelle der tiefsten Sehnsüchte ist. Also kann ich gleich sagen, nein, nix für mich. Solche Liebessachen, nicht meine Welt. Ruth Burr, ein Thriller, das Chalet.
Mit dem Schnee kommt der Tod. Ein verschneites Luxuschalet in den französischen Alpen. Mitarbeiter eines Social-Media-Unternehmens haben sich für eine Auszeit eingemietet. Kaum sind sie angereist, beginnt das Grauen. Ein Mitglied der Gruppe nach dem anderen wird ermordet oder verschwindet. Nach einem Lawinenabgang ist das Chalet von der Außenwelt abgeschnitten. Der Killer muss einer der Gäste sein. Eher nicht so. Mit so Thrillern habe ich es ja immer nicht. Ich mag ja lieber die gemütlicheren Krimis. Aber ich finde hier diesen Buchschnitt richtig cool gemacht. Und auch hier mit diesen Blutspuren sieht schon cool gemacht aus. Aber leider nichts für mich. Was haben wir hier? Wiedersehen in der Wüste. Wie mein Mann meine Kinder entführte und ich mein Leben riskierte, um sie zu retten. Hel Amin lebt mit ihrer Familie auf Bali, als eines Tages das Unvorstellbare passiert. Ihr Mann entführt ihre 4 Söhne in sein Heimatland Saudi-Arabien. Hel setzt alle Hebel in Bewegung, um ihre Kinder zu retten. Doch in dem arabischen Königreich sind Frauen nach wie vor fast rechtlos. So dauert es Monate, bis es ihr gelingt, ihre Söhne wenigstens ab und zu sehen. Ein langer Kampf beginnt, ein Kampf, der ihr alles abverlangt. Doch Hel gibt nicht auf, um ihre Kinder zu retten. Das klingt sehr spannend. Es kommt auf den Vielleicht-Stapel. Schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Julia Quinn. Bridgerton, der Duke und ich, ein Roman. Als Daphne Bridgerton ihren Namen in der Kolumne von Lady Whistledown liest, kümmert es sie nicht besonders. Aber ihre Mutter drängt sie, endlich einen Ehemann zu finden, bevor ihr Ruf in dieser Ballsaison völlig dahin ist. Daphne schließt einen Pakt mit Simon Basset, dem heiratsunwilligen Duke of Hastings. Indem er ihr den Hof macht, erscheint der umschwärmte Aristokrat vergeben. Sie dagegen rückt gesellschaftlich in den Mittelpunkt und entflieht den Kuppelversuchen ihrer Mutter. Ein prickelndes Spiel beginnt, bis Daphne erkennt, dass nur einem Mann ihr Herz gehört, Simon. Leider nein. Liebesgeschichten sind ja nicht meins. Es geht wieder weiter. Das hier. Ruth Ralph, Eulennacht in den Bäumen von Redmore. Ein Buch aus dem Magellan Verlag. Sieht so aus. Ruby kann es nicht fassen. Ausgerechnet in Redmore Garden wird sie die Sommerferien verbringen. Die Schönheit des geheimnisvollen Gartens zieht sie sofort in ihren Bann. Besonders, dass sie immer wieder fasziniert Eulen beobachtet, die in dem uralten Baumbestand leben. Doch Redmore ist weit mehr als nur das romantische Paradies aus ihrer Vorstellung. Die jahrelang verwilderten Gartenteile werden ihr zunehmend unheimlich. Und wenig später kommt es zu unerklärlichen Angriffen der Eulen. Schnell werden Stimmen laut, die Maßnahmen gegen die Wildvögel verlangen. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Kann Ruby das Rätsel um die Eulen lösen? Klingt auch wieder nicht schlecht. Muss ich mal schauen. Nur eher nicht, glaube ich. Was haben wir hier noch? 2 Bücher sind noch drin. Iron Flowers, die Rebellinnen. Sie sind Schwestern, könnten unterschiedlicher nicht sein und sind dennoch unzertrennlich. Nomi ist wild und unerschrocken, Serena schön und anmutig. Und sie ist fest entschlossen, vom Thronfolger zu seiner Grace auserwählt zu werden und so ihre Familie aus Armut und Unterdrückung zu befreien. Nee, eher nicht so meins, muss ich sagen. Das geht weiter. Und dann haben wir das letzte Buch noch. Das ist dieses hier. Alles, was ich sehe, von Marcy Lynn Curtis. Maggie hasst ihr neues Leben als Blinde. Sie will keine tapfere Kranke sein und auf Unterricht von anderen Blinden kann sie gut verzichten. Plötzlich passiert es. Sie kann wieder sehen. Nur ein Ausschnitt der Welt, genauer einen 10-jährigen Jungen namens Ben. Mit Hilfe des altklugen und hinreißenden Jungen scheint sie einen Teil ihres alten Lebens zurückzubekommen. Und Bens großer Bruder Mason ist Sänger in Maggies Lieblingsband. Ziemlich attraktiv. Doch er lässt sie abblitzen, weil er denkt, dass Maggie ihre Blindheit nur vortäuscht, was ja irgendwie stimmt. Dann kommt heraus, warum sie ausgerechnet Ben sehen kann.
Nee, das geht auch wieder zurück auf die Reise. Jetzt habe ich hier 4 Titel. Also, die beiden hier, Verpfiffen und Wiedersehen in der Wüste, bleiben auf jeden Fall bei mir. In die anderen werde ich mal reinblättern und dann mal schauen, ob ich sie mir behalte oder nicht. Aber was ich jetzt für Bücher auf die Reise schicke, möchte ich an der Stelle nicht verraten. Das soll noch eine kleine Überraschung dann bleiben. Muss ich nämlich auch erstmal durch mein Bücherregal gucken, was ich denn so aussortieren kann. Ich hoffe, euch hat das Video zum blubbernden Tauschpaket gefallen. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video dann wieder. Meier3007. So, noch ein kurzer Nachtrag zu dem Video. Ich habe mich jetzt bei den Büchern entschieden. Bei mir bleiben auf jeden Fall Hel Amin, Wiedersehen in der Wüste, sowie Bali Rai, Verpfiffen. Ich habe mich jetzt auch entschieden, welche 2 Bücher ich dafür auf die Reise schicke. Einmal von Andreas Scheible, Clown Ander, was ein Buch, das mir damals super viel Spaß gemacht hat beim Lesen. Andreas macht Work and Travel in Australien und geht erstmal zu einem Zirkus, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Und muss schnell erfahren, welch hartes Pflaster die Zirkuswelt ist. Ein Buch, wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber jetzt darf es aus meinem Regal ausziehen und jemand anderes eine Freude machen. Und was ich auch noch weiter sende, ist Sandy und Gina Rau, Go West, Reise durch die USA. Auch ein Reisebericht, der mir gut gefallen hat, aber auch der kann jetzt jemand anderem eine Freude machen. Anka, ich möchte mich jetzt auch nochmal bei dir bedanken für diese super coole Aktion mit dem Tauschpaket. Ich bin auch gerne in einer der nächsten Staffeln nochmal dabei dann. Also, mit dem Video war es das jetzt endgültig und wir hören uns beim nächsten Mal dann wieder. Meier3007.